Hallo zusammen, wir sind mal wieder unterwegs und zwar geht es heute ganz, ganz super lecker zum Essen, also hoffen wir zumindest, in ein Restaurant, das hat erst im Juni diesen Jahres aufgemacht und die bieten da den Feuertopf an. Feuertopf ist eine mongolische Spezialität, eine Art Suppenfondue mit einer wirklich scharfen Suppenbrühe und in diese Brühe haut man zum Beispiel Gemüse, Fleisch, Fisch, alles mögliche rein. Wir haben diesen Feuertopf schon vor ungefähr, weiß ich nicht, 12 Jahren oder sowas entdeckt und zu Hause schon öfter gemacht. Aber das Choice ist jetzt, glaube ich, so ziemlich das erste Restaurant, in dem der Feuertopf angeboten wird. Und das werden wir uns heute zusammen mit unseren Freunden mal ansehen. So, wir gehen natürlich nicht alleine ins Choice, sondern haben noch Daniel und Chrissy mitgenommen. Und da oben ist schon das Schild. Hotpot und Lounge. Sieht man das? Ja, so halbwegs. Also, yam yam. Die haben da schon Hotpot stehen hier. Ah, super. Wir haben mal direkt unseren Tisch bekommen hier. Optimal. So, also erste geile Sache hier, man bestellt mit einem Tablet. Aber die Chrissy muss natürlich erst das Tablet putzen. Aber es geht ja nicht, dass es hier... Schön machst du das, Chrissy. Wunderbar. Okay, dann klicke ich und schicke die Bestellung ab. Wir haben uns für 4 verschiedene Brühen entschieden. Und die haben wir jetzt gerade mit einem Klick bestellt. Wahnsinn. Zutaten. Schauen wir jetzt mal, was es alles für die Brühe reinmacht. Okay, will jemand nach? Nee. Mariniertes Rindfleisch hätte ich gern. Hähnchenbrustfilet ist, glaube ich, auch nicht schlecht, oder? Ja, erste Runde haben wir bestellt. Es ist hier so, man kann alle 15 Minuten 3 neue Zutaten pro Person bestellen. Da wir zu 4 sind, können wir also alle 15 Minuten 12 neue Zutaten für die Brühen bestellen. Und da wir 4 Leute sind, können wir auch 4 Brühen bestellen. Jetzt kriegen wir also 2 Töpfe. Okay. Also, sie kommen gerade. Scharf und dann hier oder da? Ist egal. Okay. Einfach rüberschieben, genau. Dankeschön. Sehr gerne. So, hier unten der kleine Gasbrenner. Bin sehr gespannt. Schaut schon geil aus. Ah, Wahnsinn. Ah, super. Jetzt sind auch die zweiten 2 Brühen gekommen. Das rechte ist eine Pho-Brühe und das linke, glaube ich, eine Tom Yang irgendwas. Das hättest du jetzt filmen sollen. Der Daniel hat, glaube ich, gerade die scharfe Brühe probiert. Ist die scharf, Daniel? Finde ich schon. Gerade noch ein Trick. Aber auch wirklich nur gerade noch. Nicht so, dass ich nicht mehr Brühe. Das ist nicht gleich meine. Also man hat vorher schon gemerkt, wenn man hier reingegangen ist und durchgegangen ist, in der Luft war schon diese Schärfe, die man kennt, wenn man so Chilis anbrät oder so, was sich gleich in die Nase und in die Nacken noch überall reingezogen hat. Also hier wird echt scharf gekommen. Genau, und wir haben ja noch nicht mal die Schärfste der Brühen genommen, sondern wir haben die zweitscharfe Brust genommen. Weil bei der anderen ist schon
Vorsicht und Gefahr dran gestanden. Da haben wir uns lieber nicht dran getraut. Oh, wir finden unsere Zutaten. Mit dir war das etwas Besonderes. Ja, als ich mich erlebt habe, war ja okay. Ja, also dieses Tablet-Bestellsystem scheint echt gut zu funktionieren. Alles genau wie bestellt. Wir haben jetzt einfach mal alle Zutaten hier auf die Köpfe und Suppen verteilt. Und dann sind auch noch Dips gekommen. Kannst du mal kurz die Hand wegnehmen? Erdnuss, Sesam. Weiß ich nicht. Irgendeine Schafe. Also die Glasnudeln sind schon fertig. Und die werde ich jetzt mal probieren. Also die Glasnudeln in der scharfen Brühe gekocht. Natürlich, klar, das ist ein Zimmerpark. Geil. Und wir haben sogar mit 13 und ganzen Beinen, weil ich gerne aus Chemnitz. Die sind fast so scharf wie der Glasnudelsalat auf dem Asiafest. Und das heißt sehr scharf. Welche Brühe hast jetzt du? Die Faux-Brühe? Ja. Die Faux-Brühe. Und wie schmeckt die Faux-Brühe mit dem Rindfleisch? Ich glaube, da ist auch ein bisschen Minze drin, halt, und ganz viele Gewürze und sowas. Sehr lecker. Okay. Und was sagt ihr so? Wirklich fucking großartig. Ja, sehe ich auch so. Ja, dank mir. Dank mir, weil ich es an dich weitergeschaltet habe. Du hast an mich weitergeschaltet, aber du wärst ja selbst nicht heute schon hergegangen. Nee, heute noch nicht. Siehst du? So, wir sind mit der ersten Charge an Zutaten erstmal durch und haben gerade die nächste bestellt. Wahnsinn. Also bis auf zwei von den Zutaten. Super geil, super lecker alles, fantastisch. Ich fand es auch, also echt super geiles Essen, macht wirklich auch Spaß. Und du sitzt mit Freunden gemütlich da, wie sie gekocht vor sich hin. Jede Suppe schmeckt wirklich komplett anders und ist super lecker. Wir sind alle, also auch die, wo ich sagen, die sind nicht scharf und auch leicht scharf, also es ist jetzt nicht so, dass gar nichts Scharfes drin ist. Die mittelscharfe Suppe, die wir haben, die ist also für mich zu scharf. Ich kann die nicht. Hatte ich ja vorher schon gesagt, also die scharfe Brühe, nicht die ultra scharfe Brühe, sondern die scharfe Brühe, die ist tatsächlich also richtig scharf. Was man da reintut, kommt dann halt auch scharf wieder raus. Ah, und diese Dips hier, muss ich auch noch kurz erwähnen, also die sind also auch alle fantastisch, bis auf... der ist super, ja genau. Die Iris hat hier gerade den Erdnuss-Dip und das hier vorne, das weißliche, das ist der Sesam-Dip. Aber den finden wir alle ziemlich langweilig. Die nächste Ladung an Zutaten ist wieder da. Das klingt ja bestimmt gleich geil, denke ich. Gut. So, Thomas, wo möchtest du denn die Garnelen reinhaben? Eine in die Schafe, bitte. Eine in die Mittelschafe und eine in die Curry. Also alle, die ich esse, magst du mir versauen. Das ist auch geil. Das ist die Hähnchenbällchen. Wo wollt ihr die reinhaben?
Da verteilen sie einfach. Das, was wir auch empfehlen können an Getränken, Entschuldigung, meine Nase ist gerade ein bisschen zu, der Ingwer-Spritz. Ingwer-Spritz, oh ja, der, der ist super. Mit Limette, Ingwer und Minze und... Echt, da ist Ingwer drin, wer hätte das gedacht, im Ingwer-Spritz? Ah, man weiß es ja nicht. Ja gut, ja, also wir hatten auf jeden Fall wahnsinnigen Spaß. Hier kommen wir definitiv wieder her. Also das ist. Wir haben jetzt noch Eis bestellt. Ja, wir haben noch Eis bestellt. Ich habe Ingwer Minze bestellt. Ich habe Matcha bestellt und so auch Christi kommt. Leach, genau. Der Daniel hat sich auch für Ingwer Minze entschieden. Schauen wir mal. Aber ist bestimmt auch geil. Auf jeden Fall super Restaurant. Choice heißt es. Ich mache euch noch einen Link unten in die Beschreibung rein. Damit ihr auch wisst, wo das ist. In München in der Tumblinger Straße kann man echt empfehlen. Genau, aber sowas von. So, jetzt ist das Eis gekommen. Das ist also Ingwer Minze. Ich habe noch nicht probiert. Ingwer? Ja. Oh ja. Danke. Das ist Ingwer-Likör, den habe ich auch gerade noch bestellt. Und die Iris hat hier Matcha-Eis. Lychee-Eis für die Chrissy und der Daniel hat auch Ingwer Minze. Und wie ist es? Nicht so. Nicht so deins? Okay, ich teste mal. Du hast ja für Nadja den Überspritz schon bestellt, ne? Oh, doch, also ich finde es gut. Ingwer Minzeis, nicht schlecht. Bisschen scharf, Ingwer scharf im Nachgeschmack und die Minze kommt gut durch. Also ich finde es okay. Jetzt haben wir hier noch den Ingwer-Likör, der. Also der ist tatsächlich nicht so wirklich gut. Schmeckt wenig nach Ingwer und nur nach viel Alkohol. Also den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Gibt es deutlich bessere Sachen. Zum Beispiel das Ingwer-Minzeis. Das Ingwer-Minzeis ist kandierter Ingwer drin und also ich mag total gern kandierten Ingwer. Der ist echt super. Also Ingwer-Minzeis finde ich cool. Lass mal hier nochmal ein schönes Bild von dem Ingwer-Spritz machen, den sich die Iris gerade nochmal bestellt hat. Hey! Ah, der Ingwer-Spritz. Unter dem Licht. Hier sind drei geile Scheiben Ingwer drin. Wahnsinn. Und hier die Minzblätter, oh Wahnsinn. Ah, der ist echt super. Also Ingwer-Spritz, geiles Zeug. Ja, wir sind mit Essen fertig und fahren jetzt wieder heim. Unser Fazit zum Choice, also grandios. Die Suppen sind fantastisch lecker, die Zutaten sind bis auf ganz wenige Ausnahmen super frisch und fantastisch gut. Und das Bestellsystem über dieses Tablet finde ich fantastisch, also eine ganz geile Sache. Man kommt viel schneller zu seinem Zeug, weil man eben nicht warten muss, bis die Bedienung überhaupt die Bestellung erst aufgenommen hat, sondern die Bestellung geht direkt in die Küche und kommt innerhalb von 2 bis 3 Minuten an den Tisch. Super. Ja, ich muss sagen, war ein super Abend, hat alles echt super lecker geschmeckt. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Kommt vorbei und schaut es euch selber an. Ist von den Preisen her nicht ganz billig, können wir vielleicht noch sagen. Ja, also die Getränke sind das, was teuer ist. Das Essen selber ist relativ günstig. Also kostet 25,90 All You Can Eat. Unter der Woche und von Freitag bis Sonntag, glaube ich, 28, also 3 Euro Aufpreis. All You Can Eat. Man kann eben, wie wir vorher gesagt haben, alle Viertelstunde neue Sachen bestellen.
Wir haben 3 Runden geschafft, war wirklich mehr als ausreichend. In über 2 Stunden, das heißt, wir hätten potenziell 7 Runden essen können, aber wir haben nur 3 geschafft. Aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, es ist was, was man nicht jeden Tag macht. Und wenn ihr mal was Besonderes braucht oder haben wollt, ist das hier wirklich die richtige Wahl. Und es ist eben sehr gesellig. Also man sitzt da so an diesem Tisch und schmeißt da seine Zutaten rein und holt sich das raus, was man gerne mag. Also eine super Sache. Kann man echt weiterempfehlen. Gut, dann von uns einen schönen Abend und have fun. And eat good stuff.